und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, wir reagieren heute wieder auf Shorts und ich esse gerade nebenbei. Bin schon seit, ich glaube, 3 Stunden live und haben schon ordentlich Roblox und Skibidi Toilet Videos aufgenommen. Und jetzt geht's halt rein in den Reaction-Kanal. Kommt gerne auch mal auf Twitch vorbei, würde ich mich freuen. twitch.tv/denomi. Einfach auf Twitch Denomi suchen und dann einfach reinfolgen. Und dann seid ihr auch mal live bei so einer Reaction dabei. Wenn man 2022 essen geht. 22 essen geht. Schatz, willst du auch einen Döner? Ich lade dich ein. Ja, voll gerne. Danke, Schatz. Excuse me? Ja? Wir haben 2022. Sie ist eine selbstständige Frau und sie braucht keinen Mann, der sie bevormundet und für sie alles zahlt. Period. Alles gut. Er ist mein Freund und wir wechseln uns immer mit dem Zahlen ab. Girl! Also. Nein. Du brauchst sie nicht für diesen frauenverachtenden Mann rechtfertigen. Nein. Was? Schnauze. Einmal 2 Döner, bitte. Und das Restgeld können Sie behalten. Was willst du mit 10 Euro? 2 Döner? Bruder, Inflation. Wir leben nicht mehr im Jahr 1840, ja? Für 10 Euro bekommst du bei uns vielleicht eine Serviette. Ey, ganz ehrlich, 1 in den Chat, wer sagt, Döner sind fucking teuer geworden. Yo, damals, als ich Kind war, Döner 3,50, Bruder. 3,50 Euro einen fetten, schmatzigen, richtig geilen Döner für einen schönen, schmalen Taler bekommen. Jetzt, Alter, kriegst du für 3,50 Euro, Digga, den Toilettenschlüssel beim Dönerladen. Yo, was ist das denn? Ey, der Döner hat doch vor kurzem noch 4, 5 Euro gekostet. Scherz, ja. Hast du noch nicht die neuen Preise gesehen? Ein Döner? Ja, ein Döner? Ja. Gib mir deine Niere. Nein, ich meine... Doch, das sind so eine Niere entfernt. Einmal obenrum freimachen. Nein, ich gebe mir deine Niere. Zu spät. Verdammt, ich habe meine 10 Euro fallen gelassen. Oh, warte, ich habe noch 2 Euro. Doch, perfekt. Ich nehme einmal 2 Hamburger, bitte. Inflation, Bruder. Ein Hamburger kostet jetzt nicht mehr 1 Euro, sondern... 2,39 Euro, glaube ich, ne? 2 Euro. Ich will nie wieder essen. Ey, Leute, das war so geil damals. Aktion kommt und dann... Yo, Cheeseburger 1 Euro. Und wir so. Was, Bruder? Junge, pack 20er ein, lass hin. Und dann, hört zu, wir gehen hin. 80 Cheeseburger, bitte. 4 Leute, 20 Cheeseburger jeder genommen. Und dann, Alter, der Typ. Was, Bruder? 80 Cheeseburger? Mach ich fertig. Wir haben da, glaube ich, 20 Minuten gewartet. Bro, der Typ, Alter, der war eine Maschine. Der hat da so die Burger durchgefetzt. Und dann wir 20er Cheeseburger mitgenommen ins in unser Apartment hin, wo wir mit Klasse und so waren. Und dann die Cheeseburger weiterverkauft. Jetzt kommt's für 2 Euro. Und wir haben schön, Digga, ich glaube, jeder 10er gemacht oder so. Jeder hat so 5 Cheeseburger verkauft von uns. Dann 10 Euro bekommen. Dann hatten wir für 10 Euro 15 Cheeseburger. Das war geil, Mann. So macht man Cheeseburger klar, ne? Das war eine geile Zeit damals. Jetzt geht das nicht mehr. Meine Güte, ey, da fliegt mir fast... Wenn man seiner Mutter erzählen will, dass man die Schule abbrechen will, jo, das wird mein Kind zu mir sagen, dann knallt's aber. Treib mir nicht die Brille von der Fresse. Wann erkennt denn Heidi endlich mal, dass sie kein Modelpotenzial hat? Mama, kann ich mit dir vielleicht ganz kurz über was reden? Was ist denn? Ich habe jetzt keine Zeit, ich guck Topmodel, ist wichtig? Mann, ey, hallo, spreche ich Spanisch oder was? Ist wichtig oder nicht? Ansonsten gucke ich weiter die Scheiße hier. Also, ich hätte eine Idee bezüglich der Schule. Also, ich würde gerne die Schule abbrechen und mich selbstständig machen, wirtschaftlich selbstständig. Also, okay, bisher sage ich, der Plan, aha, da würde ich noch zuhören. Unabhängig von der Schule. Okay, und wie kommst du auf die Idee, dass das wiederum eine gute Idee ist? Also, du wirst jetzt erstmal denken, dass es Quatsch ist, aber mit Gaming, also mit Fortnite. Ich habe gerade 250 Euro im Cash Cup gewonnen in Fortnite. Ach, kann ich mir. Irgendwann melde ich mich freiwillig selbst bei der Klaps. Digga, ich sag ehrlich, wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, er hat gerade ein Turnier gewonnen für 250 Euro in Fortnite, Digga, dann geh meine Lausche auf. Da würde ich sagen, Sohnemann, komm her. Lass sehen, was du kannst. Und dann würde ich einen Stream anmachen und mit euch darüber quatschen. Yo, was kann mein Sohn? Ist der krass in Fortnite? Und wenn ihr 1 in den Chat reinschreibt, Digga, dann hat er meine volle Aufmerksamkeit. Alter, ist das Ding scharf, ne? Yo, Chat. Ich esse gerade Reiswaffeln, Ei drauf, mit dieser übelst... Oh, scheiße. Sriracha, sehr scharfe Chili-Soße. Ja, das war nicht gut. Was das jetzt gemacht hat, war vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich sag's ehrlich. Das ist mit Abstand die beschissenste Idee, die ich je von dir gehört habe. Bin ich nicht. Das sind 250 Euro in der Woche, 1000 Euro im Monat. Wow, das ist ja ein super Gehalt. Ich sag dir eine Sache, du gehst jetzt schlafen, damit du morgen fit in der Schule bist. Sonst schicke ich dich schlafen, weg jetzt. Ja,
weiß ich nicht, ne? Also schon ein Turnier gewinnen in Fortnite ist nicht einfach, würde ich sagen. Die Competition ist da hoch. Level 7 dieses Gadgets. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr erklären, was das Ding kann. Ihr bringt wirklich immer krassere und krassere Ideen. Ich glaube, das könnte das Ende des Gadgets sein, denn heute probieren wir die Heißluftfritteuse. Und zwar mit René Schmuck. Nein, okay, das war ein Joke. Ich meine natürlich die Heißluftpistole. Bei den Videos bisher hätte ich sagen können, okay, vielleicht funktioniert das. Aber ich glaube, die Hitze kommt diesem Ding gar nicht gut und das wird einfach nur wegschmelzen. Okay, der Kleber dürfte jetzt heiß sein. Warum kommt da nur heißer Rauch raus? Hä? Ah, okay, jetzt. Man sollte vielleicht auch nicht die billigste Heißluftfritteuse kaufen. Es ist ein kleiner Fleck, aber wir probieren es, bevor es hart wird. Drei. Hat er gerade Heißluftfritteuse gesagt? 2, 1. Das hat wirklich funktioniert? What the fuck? Okay, das ging ziemlich schnell, deswegen machen wir 2 in 1. Crocodile Power klingt krass. Ersetzt das Kommentar für Bastelkleber. Richtig, eine ordentliche Portion Crocodile Power. Damit wir das Thema Kleber abgeschlossen haben, in 3, 2, 1. Das ist wirklich nur noch nass. Das ist nicht mal klebrig, das ist nur noch leicht feucht. Okay, mit Kleber kommen wir hier nicht weit. Wir brauchen für Level 9 noch eine Geheimwaffe. Was soll ich ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare. Jo, den Typen kenne ich. Den habe ich auch abonniert. Da machen wir so richtig verrückte Experimente. Ah ja, Chat, die Soße wird, aber die knallt langsam rein. Die zündet langsam, zündet die mir mein Gesicht aber weg. War das eine gute Idee? Boah. Ja, das knallt jetzt ordentlich. Oh nee, ne? Cheese Sandwich. Der macht nur Käse und daraus ein Sandwich oder was? Geil. Zum Glück esse ich gerade. Yo. Das hat sich angehört. Bäcker. Boah, Junge, wenn ich jetzt nicht essen würde, hätte ich richtig Hunger. Boah, das mit dem Ketchup fühle ich nicht so. Das fühle ich. Okay, aber dass das jetzt in diese Folie da reingepackt wird und so, weiß ich jetzt ja nicht. Aber sieht schon krass aus. Wie isst er das jetzt? Schwierig. Aber sieht mies lecker aus. Boah, Bro, wie geil muss dein Job sein, wenn du dir einfach jeden Tag was zu essen machen kannst, das filmst und damit 816.983 Likes machst. Yo. Wir machen was falsch. Also ich kann das nicht. Sag ich ehrlich. Machen irgendwas falsch. If I give you $100, would you go to Paris to get me a baguette? Ja, wenn er ihr einen 100er gibt, ob sie nach Paris fliegt für ein Baguette, soll die einfach ein Baguette holen? Sie macht's nicht. Ich sag ehrlich, irgendein random Dude macht. Das macht kein Mädel, sondern irgendein random Dude. Weil Männer, Digga, haben öfter einfach keinen Plan im Leben, was sie gerade machen sollen. Ich sag, irgendeiner macht das. $100, would you fly to Paris and bring me back a baguette? Yeah, right now. Actually? Yeah. Fly included? Yes. War klar, dass er es macht. Yo, der hat einfach keine Hobbys. Der ist jetzt direkt losgeflogen. Der kam gerade von irgendwo und sagt so, yo, ich flieg jetzt nach Paris, von Amerika dahin. Ist das nicht voll weit? Ja, chillig. I can't believe she's actually getting 12 baguettes right now. My home, Mr. Brees is hungry! Digga, er war sogar im Louvre. Alter, geil. I cannot believe I'm here. Ich war da schon drauf, ne, auf dem Eiffelturm. Ich sag's nur. Ist geil. Mr. Beast. Oh, my baguette. I honestly just needed one. Here, you can just have this, whatever that is. Oh. Yo, du kannst einfach das hier haben. Er nimmt so ein Packen Dollarscheine raus, was auch immer das ist. Yo! Imagine, du bist ein YouTuber, du chillst, machst gerade deine Videos und 100 Sidequests sind einfach gerade nebenbei am Machen. 100 Sidequests. Irgendwie so, die eine Sidequest ist, keine Ahnung, so ein Typ ist gerade für 100 Stunden in der Glaskuppel drin. Die andere Sidequest ist, irgend so ein Typ ist gerade in einem Sarg unter der Erde und muss da 30 Stunden überleben. Und die andere Sidequest ist, irgend so ein Typ ist gerade nach Frankreich geflogen, um Baguettes zu holen für dich. Alter, ist das ein weirder Flex. 50 Millionen Likes. Verdient ja auch. Wer von euch feiert ASMR? Ich gar nicht so. Ich bin da gar nicht so drinne. Wer von euch guckt das regelmäßig? Seht ihr dieses knackende Getränk? Ich will auch. Wir machen 3 verschiedene: Erdbeer, Matcha und Kakao. Okay, Sie haben ein Rezept, aber haben Sie die Zutaten?
Lebensmittelfarbe, check. Kuvertüre, check. Gratis Essen aus dem Supermarkt, auch check. Ja. Getränk Nummer 1 ist Erdbeermilch mit dunkler Schokolade für so Schoko-Erdbeer-Vibes. Es ist übrig. Geil! Getränk Nummer 2, Matcha mit weißer Schokolade. Aber was ist besser als weiße Schokolade? Rosa Schokolade. Getränk Nummer 3, Schleife. Ich habe probiert, aus Schokolade Schleifen zu malen. Ja, die sind nicht so gelungen, ne? Es ist lecker, aber die Schokolade schmilzt nicht, deshalb... Sieht interessant aus, aber glaube ich, ist jetzt nicht so krass. Yo, yo, was ist das jetzt? Chicken Nuggets? Ey, da sind ja gar keine drin! Where's my Chicken Nuggets? Ja, ich würde auch weinen. Oh, nee, ne? Clean. Boah. Ah. 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 Das sieht jetzt schon lecker aus. Jo, das ist ein Chicken Nugget oder was? Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Ach, das ist ein Gefrierfach und warum liegt da ein Playbutton drin? Oh. Boah, die kommen böse, ne? Wenn es jemand gab, der das Level an Spickern in der Schulzeit revolutioniert hat, dann war ich das. Deswegen heute meine Top 5 Spicker für eure nächste Klassenarbeit. Na, da bin ich gespannt. Also, ich habe da keine Erfahrung mit, aber... Ich kenne mich da gut aus. Aber und glaub mir, der fünfte Tipp ist ein absoluter Gamechanger. Spicker Nummer 1. Freunde, Sachen beschriften. Geodreieck, Flasche, Radiergummi, Taschenrechner, safe, alles safe. Was ihr habt. Was in der Richtung so ein kleiner Geheimtipp ist, sind einmal diese Traubenzucker und ganz normale Taschentücher. Spicker Nummer 2. Und diese Art vom Spicken ist wirklich an Dreistheit nicht zu übertreffen. Und zwar, wenn ihr euch am Anfang der Arbeit Blätter zum Schreiben rausholen dürft, holt euch einfach so 3-4 Blätter raus und das mittlere Blatt ist euer Spicker, den ihr schon beschriftet habt. Digga, und dann könnt ihr einfach die ganze Stunde von diesem ein Blatt abschreiben und der Lehrer denkt, das ist Teil von dem, was ihr abgebt. Nummer 3. Das, Digga, habe ich auch gemacht und war verdammt nochmal risky. Alter Schwede, das war richtig risky. Und dann kommt der Lehrer zu deinem Platz und checkt so, na, was machst du denn hier? Und dann musst du aber, Digga, ganz wichtig, deinen Fokus auf was anderes legen. Du packst ein Buch oder so dahin, dass der Lehrer denkt, du hast in dem Buch einen Spicker. Und dann checkt er nämlich nur das Buch, alles ist sauber, und vergiss den Zettel. Easy peasy. Hey, und zwar der Toilettentrick. Freunde, ganz, ganz simpel. Vor dem Test versteckt ihr einfach auf der Toilette ein Blatt Papier mit euren Lösungen. Klassiker. Und während dem Test geht ihr dann einfach auf Klo und könnt euch nochmal ein bisschen einlesen ins Thema. Läuft nicht. Einlesen. Nummer. Habe ich aber auch schon gemacht. Ich meine, hat ein Kollege gemacht, ich habe das nicht gemacht. 4. Das ist auch mein persönlicher Favorit. Und glaubt mir, ich habe den so oft benutzt. Ihr versteckt einfach euer Handy im Mäppchen und... Jo, Handy im Mäppchen und warum, wo ist jetzt Nummer 5, Bro? Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Dass Nummer 5 jetzt nicht dabei ist. Er hat gesagt, Nummer 5 ist ein Gamechanger. So, ich gebe euch jetzt die Tests von letzter Woche zurück. Du hast POV, du hast den Lehrer. Die sind nicht so gut ausgefallen. Warum? Was weiß ich, warum ihr so schlecht wart? Nein, warum juckt es mich nicht? Ja. Gut, Justus, dann juckt dich bestimmt auch nicht der Datenschutz. Der liebe Justus hat hier nämlich eine 4 geschrieben. Eine 4 minus. Wer? Na du. Nein, wer gefragt hat. Boah. Alter, das ist over, Mann, das ist over. So, jetzt reicht's mir. Justus, ab zum Direktor, aber ganz schnell. Entschuldigung, wo? Na, zum Direktor. Wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Digga, das hat er nicht gesagt. Digga, das hat er nicht. Jo, hätte ich das gemacht, hätte mein Lehrer mir den Arm gebrochen. Ich bin so geil. Ich habe ehrlich keinen Bock mehr auf diesen Job. Ich kündige echt wirklich gar keinen Bock mehr. Super, dann sind sie genauso arbeitslos wie ihre Frau. Oh, Alter, der übertreibt voll. Ah, die hat sie ja verlassen. Boah, was? Das gibt's doch nicht. Cooler Sketch, aber. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Okay, aber das ist schon dumm. POV, du datest ein ausländisches Mädchen. Ah, Entdeckung! Entdeckung! Ah. Was ist? Ist er ein Verbrecher, oder? Nee, dort war mein Onkel. Abdul Jafar Jibawi. Boah. Heilige Scheiße, Mann, chill! Ey, aber das ist true, ne? Frauen oder Mädels damals, wenn die einen großen Bruder hatten und du weißt so, das war ein Ausländer, ich bin ja auch so streng genommen einer, aber wenn du weißt, Digga, das ist Ausländer gewesen,
Du hattest automatisch Respekt. So, sie sagt so, ja, mein großer Bruder heißt Kevin. Okay, alles easy. Ja, mein großer Bruder heißt Jamal. Und du gleich schon so, scheiße. Wenn der das rauskriegt, dass ich was mit der mache, ich bin tot. Digga, sofort. Sofort musste ich mich verdünnisieren. Vater, Onkel, alles war verboten. Und dann hat der Bruder das rausgekriegt, dass ich mit der geschrieben habe. Und dann war so, okay, Digga, du bist jetzt tot. Ich bin erledigt. Wenn der mich sieht, ich bin weg. Ich sag euch, wie es ist, aber so ist es wirklich. Und ich hab gedacht, dass er ein Verbrecher war. Wenn uns mein Onkel sieht, wird er zu einem Verbrecher. Heilige Scheiße, Mann. Aber ich bin auch so, Leute, weil wenn meine Schwester mit Kerl zu uns nach Hause gekommen ist, Digga, dann war ich der. Dann war ich der später, ne? Und hab geguckt so, na, wer bist du denn, hm? Sollen wir uns beide mal unterhalten? Digga, wenn er mir nicht die Hand gegeben hat von selber, wenn er nicht zu uns nach Hause gekommen ist und hat mir die Hand gegeben, Bruder, dann war der so weit unten durch, da musste der richtig arbeiten, bis der mal wieder angesehen ist bei mir, ne? Ist so. Wollen wir dann nach rechts? Nee, dort wohnt mein Onkel mit seinen 5 Kindern. Ja, dann lass einfach nach links. Dort ist der Dönerland von meinem Vater. Schatz, bist du doof? Wenn er uns sieht, sind wir nachtig für seinen nächsten Dürüm. Okay, bin nicht nach rechts und auch nicht nach links. Wohin denn sonst? Scheiß drauf, es wird eh schon gleich dunkel. Ich geh einfach nach Hause. Wir sehen uns später. In ein paar Monaten. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Eure Beichten, aber wenn's zu schlimm wird, beende ich das Video. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Wenn ich 16 beichte, dass ich mal mit meinem Freund jemanden die Badehose angezündet habe. Wieso? Geiler Streich. Warum machst du sowas? Wie kann überhaupt eine Badehose brennen? Ich, männlich 15, beichte, dass ich als kleines Kind sauer auf einem Baggerfahrer war und deshalb die Kabel vom Bagger kaputt gemacht habe. Oh, Bro, doch nicht den guten Bagger. Okay, also eine Badehose anzünden ist auch nicht cool, ne? Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt. Aber wenn der die jetzt nicht anhätte, wäre das schon echt lustig. Erstens, was hat der Baggerfahrer gemacht, dass du so sauer warst? Und zweitens, weißt du, wie teuer das ist? Naja, ich habe sowas auch mal gemacht. Ich habe mal die Lösung von meiner Klausur bekommen, die ich am nächsten Tag hatte. Natürlich eine 1+. Da frage ich mich halt, wie du die Lösung bekommen hast. Das. Und ja, Freundin, tatsächlich war das bei mir genauso. Nur, dass ich dann eine 2 bekommen habe. Ich, männlich 14, habe in der 3. Klasse meinem Mitschüler einen Glurak-Pokémon-Karte mit 20 Fake-Pokémon-Karten abgekauft. Ist ein Glurak nicht total viel wert? Das sind wirklich abgezogen. Ich, männlich... Ey, das hat er nicht gemacht, oder? Ich, männlich 16, habe deinen Kanal abonniert. Das ist keine Beichte. 16, habe deinen Kanal abonniert. Hey, warum ist das jetzt schlimm? Ich, männlich 14 Jahre alt, beichte, dass ich einen Crush auf meine Cousine 15 Jahre alt habe. Nee, da ist vorbei. Ist ja legal. Sag ich. Ist ja legal. Sollte man nur nicht beichten. Schwierig. Als Blinder bekomme ich nicht mit, wenn die Ampel ausgefallen ist. In diesem Fall hatte ich aber Glück. Eine nette Polizistin hat mir geholfen. Boah, Digga. Das ist echt nett. Ich habe Polizei und ja? Die Ampel ist leider ausgefallen. Die ist komplett aus. Also da kommt komplett kein aus. Ton raus und gar nichts. Okay. Müssen aber wenn dann jetzt übergehen. Jetzt darf ich gehen? Ja. Das. Normalerweise würde ich hier sehr lange stehen und auf das vibrierende Blinden achten. Yo. Da es ja kein Signal dafür gibt, hey, die Ampel ist rot oder die Ampel ist kaputt. Also wenn ihr einen Blinden an einer defekten Ampel seht, dann helft doch bitte kurz. Aber der Typ, der das jetzt gefilmt hat, ist der wirklich blind? Also crazy. Das ist ja richtig crazy. Ein Blinder macht Videos. Das ist verrückt, Mann. Weil der kann ja nicht mal sehen, wie sein Video geworden ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so eine GoPro. Ja, aber die halt auch richtig, okay, die richtig aufzusetzen ist auch... Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man blind sein muss. Das muss einfach... Du musst so eine kranken Sinne haben mit deinen Fingern, mit deinen Ohren und so... Da sind wir safe doch raus, Chat. Das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr noch mehr Shorts sehen wollt. Kuss, Kuss, Dano out.